So, ich bin wieder halbwegs unter den Lebenden angekommen. Junge, was war das denn gestern? Tschüss. Danke für eure ganzen Tipps bezüglich dieses Themas. Ich habe das eigentlich nicht so schlimm, aber diesmal war wirklich Horror, vor allem so lange auch, das kenne ich gar nicht. Aber nun ja, man überlebt es ja jeden Monat, hoffentlich. Ich versuche immer wieder mit diesen Filtern, aber ohne finde ich mich einfach irgendwie besser. Ich wollte euch noch was ganz Süßes zeigen. Ich habe nämlich einen echt süßen Trockenblumenstrauß von Biotherm bekommen. Der ist ein bisschen geknickt im Karton, aber der ist so süß. Vor allem dieses Blau. Ich zeige euch das mal ohne Filter. So, kommt das Blau noch ein bisschen besser rüber. Ist sogar noch heller in echt. Richtig schön. David, danke schön. Und dann habe ich die Tage noch bei West Wing bestellt. Da habe ich das hier einmal gekauft. Ich habe nur die falschen Kerzen im Supermarkt geholt. Da muss ich noch andere reinsetzen. Und diese coole Lichterkette. Ich zeige euch das mal vom Namen. Ich habe die jetzt mal angemacht. Das sieht man jetzt natürlich nicht so da, weil es natürlich hell ist. Aber das sieht so romantisch aus, wenn es dunkel ist. Richtig schön. Muss man da noch eine richtige Lösung finden. Also, und mich fragen ganz, ganz viele, wie ich die pochierten Eier hinbekommen habe. Das ist wirklich sehr, 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 sehr einfach. Also, ich habe bei Sissy gesehen, ich markiere euch hier mal die Seite, die hat sogar das einmal abgefilmt und so mache ich das auch immer. Das ist wirklich easy. Vielleicht geht es am Anfang schief, aber es ist echt einfach, das zu machen. Sehr einfach. Und, was ich super süß finde, ich dachte die ganze Zeit, das ist draufgeschrieben, das sind Produktinfos für mich, von dieser Marke hier, von Nusha. Und das ist einfach, ich dachte, das wäre draufgeschrieben, aber es ist draufgedruckt. Sowas finde ich richtig cool. Da fühlt man sich so persönlich angesprochen. I love it. Das muss man einfach mal sagen. So muss es aussehen, liebe Marken. Don't cry, 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 don't cry. So. Ich werde jetzt wieder meinen Hefezopf backen. Freue mich. Ich mache das übrigens alles immer mit Hafermilch. Mit der hier habe ich es jetzt noch nicht versucht. Ich benutze ja sonst immer Oatly. Aber es schmeckt super gut. Und bei diesem Thermomix-Rezept steht 75 Gramm Zucker. Never ever in meinem Leben. Also da mache ich vielleicht so viel rein. Ein richtig wichtiges, wichtiges Paket ist für mich gerade angekommen. Meine Weinbestellung. Das ist wirklich der beste Rosé. Der ist so lecker. Ich liebe ihn. Leute, das wird ein Prachtexemplar. Ich sag's euch. Haha. So. Jetzt Spargel und ein Steak, Brot. Und ich habe eine Sauce Hollandaise selber gemacht. Keine Ahnung, ob die schmeckt. Und gerade haben wir noch mehr bekommen, meine Mama und ich. Vielen, vielen Dank. Wir sind komplett ausgesorgt für die Quarantäne. Für 2 Tage Spaß. Aber vielen, 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 vielen Dank.